mit einem Fuß im Grab. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Ja, ich fürchte, dafür ist zu spät, ne? Hier. Danke. Diese Männer, wer sind die? Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen vermehrt es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Sicher, ja. Wahrscheinlich kann ich die vergessen. Finden wir es. Das wird vermutlich, ja, so sein, dass das Hotel wir möchte, müssen dass einen Weg in den Bunker finden. Darf, ne? Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Z-Mitglied. Visum abgelaufen. Wer bist du denn? Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Frewer. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Frewer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Detzek versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Oho. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Mont-Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium.
Ich bin anscheinend ganz eine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktion. Ja, ich weiß ja, für den muss ich auch nur irgendwelche Sachen machen. Ja. Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Nettes Setup. Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Da sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen sie mich mitspielen. Ich will nicht wieder Poker. Eine Pokerrunde, hä? Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Frua finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich habe ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Alles klar, wir treffen uns auf der Insel. Verstärkung! Schalte ihn aus! Doch, ich kann mich in Luft auflösen. Hast du doch gerade gesehen, wie ich das kann. Das ist doch Zeitverschwendung. Okay, dann eine Runde Poker mit Tobias Fruhr. Er ist der Schlüssel zu Claras Insel. Oh Gott, ich hab da schon gepokert. Ich glaube, ich habe sogar genau in der Pokerhöhle gepokert. Also ich glaube, in genau der gleichen war ich schon mal. Da haben wir das eine Pokerspiel gewonnen, was wir gewinnen mussten. Bleib auf deiner Spur, dankeschön. Hier fährt sowieso kein Bus. Oh. Ich war voll vorsichtig. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Jetzt muss ich dabei. Geld bezahlen? Oh, was ist das denn für ein Mist, ey? Ja, aber es ist ja nicht so viel.
Mir fällt einfach mit, ich habe keine Menschen umgefahren. Ich habe meine Karten nicht gesehen. Oh, als König, das ist doch schon mal. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Hey! Tobias! Stopp! Scheiße! Mein Gott, er. Warum kann ich hier nicht klettern? Warum muss das den komischen Weg gehen? Man muss ja auch nicht sterben. Ich will dir ja gar nichts tun! Was zum Teufel? Oh mein Gott! Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals! Die finden es raus! Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So, was mache ich? Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja, fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Der wird immer schwerer. Er wächst sozusagen. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst,
Egal was. Komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Besuchen Sie Tobias Untergrundgeschäft. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist der einzige Geschäft, das Waren wie Gemcoms, Blackout, CTOS-Scans verkauft. Okay. Hier wird ein Riese. Ja, klar. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein, er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber für... Vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Mit einem Keks? Sei kreativ. Also ich finde Kekse als Belohnung durchaus akzeptabel. Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Verstehe gar nicht warum. Viel Spaß beim Packbau. Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Der Raymond Kent ist ein Held. Kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Ja, das war nicht gut. Kontrolle. Ja, komm, wir machen das. Dass es mein Ruf so schlecht wird, das mag ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich würde gern, dass mein Ruf gut bleibt. Nein! Was ist das für ein komischer Spawnort, eher? Immerhin müsste mein Ruf jetzt wieder normal sein.